Okay, so, wo waren wir? Wir waren beim Koaxleiter, ne? Da müssen wir jetzt auch noch mal reintauchen. Sieht man da was? Ja, man sieht was. Okay. So, was ist der Unterschied zwischen Koaxleiter und zirkularem Leiter oder Zirkularhohlleiter? Das ist der Mittelleiter da, ne? In der Mitte. Also der ermöglicht jetzt natürlich ein bisschen was. Also zum einen ermöglicht er die Lösung auch mit der Bessel-Funktion zweiter Ordnung und zweiter Art. Das ist aber, glaube ich, das, was Sie jetzt nicht hören wollen, ne? Weil doch ein bisschen sehr, sehr abstrakt, nicht? Also dann kann natürlich, weil hier kein Feld ist, das Feld zumindest rechnerisch hier singulär werden, nicht? Das muss ja keine Auswirkungen auf den Bereich hier haben. Nicht, aber ganz praktisch gesehen ermöglicht er natürlich wieder, dass man gleich Spannung dadurch schicken kann. Ne? Also wie Sie ja alle tun. Also Sie können hier Plus anlegen und dann Minus oder umgekehrt. Nicht? Und schon geht's wieder. Das heißt, Sie haben, wenn Sie so wollen, jetzt einen aufgewickelten Parallelplattenleiter. So, damit ist auch wieder eine transversale elektromagnetische Welle möglich. Denn mindestens im Gleichspannungsfall legen Sie hier Plus an, da Minus. Und dann kriegen Sie hier die Feldlinie nach außen strebend dahin. Und dann ist wieder alles. Also auch das wieder möglich. Ne? So, und damit haben Sie auch dann eben genau das, was Sie dann eben mal sagten, als Betrachtung für die Geschwindigkeit. Nicht? Dann spielt natürlich nur hier der Zwischenraum da eine Rolle. Ne? So. Jo, das können wir ausrechnen. Wir kommen hier darauf, dass für die Ausbreitung entscheidende effektive die Elektrizitätszahl gleich dem Material ist, so wir hier kein magnetisches Material im Innenraum haben, was üblich ist. Also man würde da kaum einen Ferromagneten oder sowas reinpacken, nicht? Ja, man könnte. Also man könnte sich das überlegen und da viele Sachen tun. Man tut aber eigentlich nicht. Deswegen ist hier nur vom Epsilon R die Rede, nicht? Also von Plastik. Das liegt im Bereich von 2 oder 4 oder sowas in der Richtung. Viel mehr meist nicht. Das ist aber jetzt hier mit der Methode der konformen Abbildung lösbar. Letztlich können Sie hier eine charakteristische Impedanz bestimmen, die eben hier nach dieser Formel da, ich rechne es nicht vor, ne, folgt. Wobei, das könnte man sogar. Okay, so, höhere Moden gibt es natürlich auch. Sie müssen natürlich wieder irgendwas finden, wo die tangentiale elektrische Feldkomponente hier und da immer 0 ist, nicht? Also auch das geht. Setzt aber voraus, rein bildlich gesprochen, dass hier auch wieder die Möglichkeit eben gegeben ist. Da 0, da nicht 0 und da wieder 0. Das heißt, da muss wieder so eine, ich sag mal, so größenordnungsmäßig eine halbe Wellenlänge reinpassen. Ne? So wie es beim Parallelplattenleiter auch war. Das heißt also, auch da gibt es für diese höhere Ordnung eine untere Grenzfrequenz. Ne? Na gut. So, die können wir ausrechnen. Auch hier, es folgt ähnlich. Und die ist ungefähr, ich gebe die Mathematik dazu natürlich nicht an, die ist ungefähr 2 durch a plus b und a und b sind die Durchmesser des Innen- und Außenleiters. So, wie sieht die Feldverteilung aus? TEM hier auf der linken Seite. Ich zoome jetzt mal nicht ran. Das ist jetzt für die Geometrie eines 50-Ohm-Leiters gemacht hier, ne? Allerdings mit Licht. Und ja, das ist, also eigentlich ist es eher ein Ofenrohr. Also es ist 22 Zentimeter Innendurchmesser und 50 Zentimeter Außendurchmesser hier, nicht? Also so ein Ding, ja. Mode ist erlaubte Feldverteilung. Ausbreitungsfähige Feldverteilung. Das ist alles. Zum Beispiel, ja. Also erstmal unterschiedlich. Es gibt eine Feldverteilung, die in sich konsistent ist und sich ausbreiten kann. Das ist erstmal nur eine Mode. So, und die auch erstmal so keine Störstellen vorliegen, nicht mit irgendeiner anderen Mode, mit einem anderen Ordnungszahl oder sowas da koppelt. Ja? Das ist erstmal alles. So, ob diese Mode jetzt ausbreitungsfähig ist oder nicht, entscheidet die Geometrie letztlich. Ne? Also ob sie überhaupt da ist oder nicht. So, diese TEM,
Welle da, die ist immer da. Hier zumindest, ne? Und das ist eben nichts weiter als das hier nach außen strebende elektrische Feld und hier das kreisende magnetische Feld. Ne? Ich zoome jetzt nicht rein. So, dann haben wir noch die TE 1,0 hier, transversal elektrisch. Da ist wieder die tangentiale Komponente hier überall 0. Das heißt, das Feld geht entweder rein oder raus. Hier in diese Richtung und hier genauso. Ne? Da. Also die tangentialen Komponenten hier, da verschwinden immer. Okay, so. Wo liegen diese Grenzfrequenzen jetzt? Also hier ist ja eigentlich die Frage, wenn Sie einen Koaxleiter betreiben, dann wollen Sie den ja nur mit der TEM-Welle betreiben. Sie wollen keinen Modenmischmasch. Also Sie wollen nicht haben, dass Sie das keinen Wellenleiter eigentlich in einem Bereich betreiben, in dem mehrere Moden erlaubt sind. Weil dann kann ja ein Teil der Energie in die eine, ein Teil in die andere gehen und die haben dann unterschiedliche Geschwindigkeiten. Am Ende kommt Brei an. Ne? Das will man nicht. So, also wird man beim TEM-Leiter dafür sorgen, dass, wenn wir im TEM-Leiter dafür sorgen, dass nur die eine Mode ausbreitungsfähig ist und die andere nicht ausbreitungsfähig wird. So, jetzt kann man natürlich hier gucken, das ist ein bisschen schwierig, das ist jetzt hier die Cut-off-Wellenlänge über dem Außenleiter eigentlich aufgetragen. Beides normiert auf den Innenleiterdurchmesser. So, und dann sehen Sie, je größer das Ding wird, desto größer wird logischerweise auch die Cut-off-Wellenlänge. Ne? Also desto niedriger die Frequenz, bei der dieses ganze Mischmasch anfängt. Ist logisch, ne? War es ja vorher auch. So, und das Ganze habe ich hier mal aufgetragen für unterschiedliche Füllungen. Effektiv wird so ein Dielektrikum ja um die Wurzel seines Wertes irgendwelche Abstände verkürzen. Ne? Also hier im Prinzip ist eine Strecke von irgendwas elektrisch gesehen doppelt so lang beim Epsilon R von 4. Etwa Wurzel zweimal so lang beim Epsilon R von, oder zwei, ja, anderthalb mal so lang beim Epsilon R von 2,2. So, also habe ich hier für unterschiedliche Dinge die jetzt hier noch eingetragen. So, das sind diese 1, 2, 3 Linien. Okay. Und jetzt kann man noch sagen, ja gut, was hat denn jetzt eine 50-Ohm-Leitung? Eine 50-Ohm-Leitung muss ja bei unterschiedlichen Dielektrika ein ganz bestimmtes Verhältnis B zu A haben, weil ja diese Formel hier gilt, die da steht. Ne? Also mit dem Logarithmus da. So, also wenn Sie das hier festhalten und da unterschiedliche Werte annehmen, kommen hier unterschiedliche B zu A-Verhältnisse raus. So, diese 50-Ohm-Leitung liegt genau auf dieser Linie. So, und dann können Sie jetzt einfach hier raus ablesen, bei einer 50-Ohm-Leitung mit Teflonfüllung, also mit Epsilon R gleich 2,2, das wäre da, ne? Beginnt das Drama der zweiten ausbreitungsfähigen Mode in diesen Koordinaten. Ne? Also es muss zwangsläufig das Verhältnis B zu A irgendwas bei 3,5 sein. Und dann ist untere Grenzfrequenz, bei der dann eben diese TE-Welle anfängt sich auszubreiten, gerade gute 20, also so in etwa 20 mal Innendurchmesser. Okay? So tut man das Interpretieren tun. Das ist jetzt die Leistung dieses Diagramms. Sie könnten jetzt für unterschiedliche Füllungen natürlich gucken, wann geht das los, ne? So, ein Beispiel haben wir hier mal gemacht, so ein RG58-Kabel. Innendurchmesser 0,4 mm, Epsilon R gleich 2,2, B zu A 3,4. Das hatten wir eben schon. Ne? Da, das war ja das, was ich mit 3,5 da sagte. Lambda C durch A ist etwa 20, abgelesen. Hatte ich eben auch gemacht für Sie da. Ne? Kommen wir dann raus, das mal das macht 8 mm, ist also eine untere Grenzfrequenz von 37,5 Gigahertz, das heißt, bei einem RG58 fängt die höhere Mode zusätzlich zur TEM-Welle an, sich ab 37,5 Gigahertz wird die ausbreitungsfähig.
OLED geht bis 110 GHz. Naja, das ist aber ja was Sie nicht wollen. Also den Hohleiter betreiben Sie ja oberhalb seiner Grenzfrequenz. Das Ding hier notwendigerweise unter. Also wenn Sie hier nämlich bei 40 GHz das betreiben, mal abgesehen davon, dass RG58 da wahrscheinlich irre Dämpfungen zeigen wird und dafür nicht geeignet ist, ist es auch deswegen nicht geeignet, weil Sie dann die zweite Modi ausbreitungsfähig kriegen und dann eben so ein Brei dabei rauskommt, ne? So. EcoFlex 10 Kabel, Innendurchmesser von 2,85, Epson R von 1,35, auch da kann man die ganzen Abrechnungen und so weiter machen. Da beginnt die untere Grenzfrequenz bei 16 GHz schon. Für die zweite Mode, ne? So, also eigentlich ein Kabel, das man eher im höheren Frequenzbereich betreiben wird als das da. Aber aufgrund der Geometrien und so weiter hat das eben hier eine untere, eine niedrigere Grenzfrequenz. Würde man also jetzt nicht bei 20 GHz betreiben wollen. Macht man mit Koaxkabeln auch eher, also dann solche hohen Frequenzen in Koaxkabeln ist eher was man nur in teuren, speziellen Koaxkabeln macht. Ne? So, was sagt diese Folie jetzt hier im Kern aus? Das Problem der zweiten Mode bei Koaxkabeln gibt es, aber es ist von akademischer Natur. Sie betreiben auch aus anderen Gründen ein Koaxkabel nicht bei einer Frequenz, die da drüber liegt. Also warum ist das so? Weil ja die Koax-Kabelhersteller sich schon vorher Gedanken gemacht haben, wie sie die Kabel dimensionieren müssen, damit sie die vernünftig verwenden können. Und da haben sie das natürlich berücksichtigt. Ne? Also das Problem als solches ist nicht irrelevant, aber für sie praktisch nicht relevant, weil sie ja die Kabel nicht herstellen und dimensionieren müssen, sondern einfach welche kaufen und dann betreiben, so wie der Hersteller das vorgesehen hat. Normalerweise. Deswegen ist es praktisch für sie weniger relevant. Ne? Gut. Ja, was bei Koaxkabel aber praktisch relevant ist, sind natürlich die Stecker. Ne? Da haben wir jetzt auch wieder so einen ganzen Zoo von Steckern hier. So ein 7 mm APC7 beispielsweise. Ich fange mal an bei denen, die hier, die man so landläufig hat. Also fangen wir mal an hier mit so einem SMA, also Sub-Miniature A. Stecker, das ist ein ganz normaler Schraubstecker, den Sie eventuell in einer etwas anderen Variante an jedem WLAN-Hub finden. Das muss ich Ihnen auch gar nicht zeigen. Ne? So, den können Sie je nach Qualitätsausführung betreiben bis 18 oder 24 GHz. So, darüber ist der nicht mehr genau genug, werden die Störstellen zu groß und der macht eben nicht mehr das, was er soll. Der in einer hochqualitativen Ausführung für Messtechnik und im Unterschied, dieser SMA-Stecker hat immer Plastik noch mit drin, der den Mittelleiter da hält. Der APC 3,5 ist luftgelagert, ist dementsprechend natürlich aufwendiger. Das ist also mechanisch auch aufwendiger. Und hat aber eigentlich dieselben Abmaße wie der da, bis auf innen natürlich. Ne? Also der Innenleiter ist ähnlich, die passen aneinander. Die kann man jetzt betreiben bis zu höheren Frequenzen, bis 34 GHz. Und dann tritt eben das Problem der zweiten Mode auf. Was muss man tun, wenn man das nicht mehr haben will? Oder wenn man die zweite Mode nicht ausbreitungsfähig haben will? Muss kleiner werden, ne? So, deswegen, die Idee ist eigentlich immer dieselbe. Je höher Sie in der Betriebsfrequenz gehen wollen, desto kleiner müssen Sie den Stecker machen. Und irgendwann sind sie beim 1 mm Stecker. Nicht? Da ist so ein bisschen so, war es Agilent, respektive Keysight Technologies oder war es Tektronix, Wiltron, die es vorangetrieben haben. Ne? Da gibt es unterschiedliche Geschmacksrichtungen dazu. Okay, so, die haben wir. Dann haben wir hier noch in der Messtechnik üblich auch den N-Stecker. Das ist dieser dicke Stecker, den Sie an den Signalgeneratoren immer finden. N steht für Neil. Das war der Erfinder dieses Steckers. Und noch ein 7 mm APC7. Der ist nicht mehr so verbreitet. Der hatte die Eigenschaft, dass er geschlechtslos war. Also waren eigentlich zwei Platten, die aufeinander gedrückt wurden. Den konnten Sie als Male oder Female betreiben, als Stecker oder Buchse betreiben. Bei denen haben Sie ja, das wissen Sie natürlich, immer Stecker und Buchse. Ne? So, dann gibt's. Die haben alle mehr oder weniger den Nachteil, dass man sie schrauben muss. Schrauben ist eigentlich nichts, was Sie gerne in der Fertigung machen wollen, weil das muss dann einer tun. Das Schrauben. Ne? Sie müssen zusätzlich noch hier dafür sorgen, dass Sie die auch mit dem richtigen Drehmoment anziehen. Beim N ist das nicht so schlimm, den ziehen Sie halt mit der Hand fest und gut ist das.
aber den SMA schon. Sie müssen ihn so fest anziehen, dass er sich nicht wieder von selber löst. Und nur so fest, dass er nicht kaputt geht. Ne? Was durchaus logisch ist. Aber es macht Sinn, den mit einem Drehmomentschlüssel, wir haben auch solche Drehmomentschlüssel drüben im Labor, den wirklich auch damit anzuziehen. So, dann hat man sich eine ganze Reihe von Nicht-Schraubsteckverbindern ausgedacht. MMB, C, P oder X Stecker mit verschiedenen Frequenzbereichen, die einfach nur so Bajonett oder so ein Schnappverschluss sind. Ne? Oder ein SMB, der auch unter Fachkreis Automobil, dann hat er noch so eine Plastikmanschette drumherum, so unter Fachkreis Automobil da kursiert. Haben Sie vielleicht schon mal irgendwie auch gesehen, gehört, GPS-Antennen im Auto werden über sowas angeschlossen, Radioantennen eventuell. Die gehen bis 4 GHz, sind alles so Steckverbinder. BNC, weiß einer, wofür BNC steht? Bayonet Neil Councilman ist das, ne? Also hier Bayonet, weil es ein Bayonettverschluss ist, Neil von dem da und Councilman ist wohl der Kumpel von ihm gewesen. UFL findet mal bei älteren Handys vielleicht noch als Handybuchse irgendwo mal oder vielleicht als kleine Steckverbindung an hier so diese USB Internet UMTS LTE Dongles, ne? Ja. Das sind zum Teil solche UFL-Stecker gewesen, ja. So ganz kleine Stecker sind das. Was ist der Unterschied zwischen BNC und dem Stecker? Der N-Stecker war doch der, wo normal auszieht, das ist der BNC. Und der N-Stecker ist der, der am an so einem HF-Messgerät dran ist. Ein völlig anderer Stecker. Ah, ja, okay. Vor allem aber so am Netzwerk-Analyzer. Ja, genau. Ja, das sind die N-Stecker. Ja, vielleicht mal Bilder, das hätte man zeigen sollen. Ich kann ja... Habe ich hier habe ich noch was gefunden für Sie. So. Das ist übrigens hier so ein APC7, so ein Millimeter-Stecker-Connector. Ne? Man sieht da nicht wirklich was davon. Also hier geht es wirklich um das praktische Handling von den Dingern. Ne? Also dieses habe ich Ihnen ja auch hochgeladen. Es lohnt sich da mal reinzugucken. Gehen Sie mit den Dingern vernünftig um, machen Sie die Staubkappen drauf. Ne? Schmeißen Sie nicht einfach in einen Eimer, wo Sie verkratzen, verbiegen, versonst was. Ne? Diese Stecker kosten durchaus Geld. Halten Sie sie sauber. Gehen Sie da nicht mit Säure dran, machen Sie sie vorsichtig sauber. Das hier ist übrigens ein ganz normaler SMA-Stecker, ne? Da, so ein Winkelstecker hier. So, gucken Sie sich die an, die Stecker, schmeißen Sie kaputte weg. Bei uns im Labor in Absprache mit dem Betreuer, ja, nicht? Also nicht einfach so, mal in die Tonne, ne? Sondern schon Bescheid sagen vorher. Kalibrieren Sie die ab und zu, messen Sie die nach, nehmen Sie das vorgesehene Werkzeug dafür, ne? Also ein Drehmomentschlüssel oder sowas, das hier. Okay. So. Planare Wellenleiter. Fangen wir mal an hier mit einem Coplanar Wellenleiter, weil er vom Konzept her, gerade wenn man sich vorher mit dem Koaxialleiter beschäftigt hat, einfacher zu verstehen ist. Denn es ist ja einfach nur der Schnitt durch den Koaxleiter, nicht? Innenleiter, die Außenleiter oder der Mantel oder so, ne? Der dann hier abgewickelt eben nicht, sondern geschnitten wurde. Ne? Wobei man den Mantel hier jetzt unendlich ausdehnt. So, was ist von Interesse? Eigentlich hier die Gegentaktmode. Gegentaktmode heißt so viel wie fällt von hier nach rechts und von hier nach links oder eben umgekehrt, aber gegensätzlich gerichtet, ne? Jo, so, das kann man betreiben mit dieser Massefläche unten drunter. Was ist der Vorteil? Der Vorteil ist natürlich, Sie können die Bauelemente auch gerade nach Masse hier ganz wunderbar hinpacken. Wenn Sie jetzt irgendwie einen C zur Masse brauchen, dann löten Sie eben hier einen C drüber und fertig. Ne? Wenn Sie da irgendwie einen Transistor anschließen wollen, dann schließen Sie eben hier einen Transistor an. So, Sie haben beides, also auch Masse und heißen Leiter oben. Das ist der Vorteil hier.
Die Ausdehnung ist natürlich groß. Sie haben hier, wenn Sie sich den angucken, natürlich an der Oberfläche hier brauchen Sie einen Leiter, der eine gewisse Dimension haben muss und dann die Leiter an der anderen Seite. Gucken Sie mal nach, ob es auf dem Rechner Qux drauf ist. Qux. Ja, so wie ich spreche. Qux. Also Q da. Zum Beispiel. Sehen Sie? Also das heißt dann nicht Release 19 oder sowas, sondern Qux eben. Nicht mehr? Ja, so. Und dann starten Sie es mal. Also Sie haben eventuell nicht Version 0.19, das spielt aber auch gar keine Rolle. Und wenn Sie jetzt solche Leitungen berechnen oder entwerfen wollen, geht man hier auf Tools. Line Calculation. Und dann geht es dann Tool auf. Und da können Sie hier zum Beispiel mal den Coplanar Waveguide rausgreifen. Gefunden? Dann nehmen wir mal Platinenmaterial 4, also Epson R gleich 4. Stellen Sie mal bitte hier alles auf Millimeter um. Da auch, hier oben auch auf Millimeter. Da probieren wir mal eine Breite des Mittenleiters. Sie sehen ja die Geometrie hier gezeigt von 5. Findet das jetzt jeder oder? Tools. Und dann kommt irgendwie Line Calculation oder sowas. So, jetzt habe ich natürlich groben Unfug gemacht hier. Und wenn wir hier jetzt ein S, also hier einen Abstand von 5 mm nehmen, da nehmen wir mal nicht, nehmen wir mal 1 und synthetisieren das, dann kriegen wir diese Geometrie hier raus, wie Sie sehen. Das soll jetzt eine Leitung sein von 50 Ohm. Ja, na gut. Auf einem 1 mm dicken Substrat da oben, das ist so das, was man auch so, sagen wir mal, kaufen kann, was wir auch hier im Hause haben, eventuell ein bisschen dicker oder ein bisschen dünner. Wir gönnen uns einen Abstand von 1 mm hier. Nur mal unseren Wurf zu machen, da könnte man was anderes nehmen. Wollen 50 Ohm haben und ich möchte wissen, wie lang eine Welle ist, deswegen tippe ich hier 360 Grad Phase ein. Ne? Das ist der einzige Grund, eigentlich ist der Parameter irrelevant. Und wenn ich den Punkt da oben richtig gesetzt habe, dann rechnet der mir jetzt eben die nötige Weite aus. Hier von 17 mm oder 18 mm. Das ist ein Klopfer, ne? Das würden Sie nicht auf einer Schaltung wollen. Und 240 mm. Länger, bei einem Gigahertz, was ansonsten 30 cm lang wäre, ne, die Welle. Gut. So, festgestellt, wir können das dimensionieren, das sind auch die Größen, aber da sind wir nicht so zufrieden mit. Dann nehmen wir mal was Kleineres, 0,2 und synthetisieren das. Und da kriegen wir dann eben auch die 50 Ohm schon gar nicht mehr hin. So, nehmen wir da 50 Ohm, dann nehmen wir einen halben Millimeter hier und dann kommen wir hier auf 4 Millimeter. Es ist immer noch eine große Leitung, eine breite Leitung. Ne? Was denn? Das ist gar keine Taste synchronisieren. Synthetisieren. Ah, synthetisieren.
Synthetisieren geht von unten nach oben, analysieren geht von oben nach unten. So. Da haben sie was falsch gemacht. In der 3,11 und 0,5 und 218,4. Also es ist nicht mega falsch. Ja, wir haben das gleiche anders. Wahrscheinlich nicht genau. Wahrscheinlich schon unsere Eltern. Ja, sie haben 19 und 18. Ja, da waren aber, wüsste nicht, dass da Fehler drin waren. Ja, zumal wüsste ich auch nicht, ob sich die Physik geändert hat. Hä? Ich wüsste auch nicht, ob sich die Physik naja, in der Zwischenzeit darunter liegt ja nicht unbedingt, also da liegt keine echte Simulation. Da haben Sie ein Gigahertz auch drin? Ja, ja. Wir haben aber einen anderen EFF-Wert. Ja, minimal anders. Ja, aber er hat doch nö, das kann ich mir nicht vorstellen. Guck mal, wenn man jetzt 3,1 reinpackt, dann kriegt man jetzt 52 Ohm raus. Ja, erstaunlich, dass dann muss ich mal den Release Notes nochmal nachgucken, ob sie vielleicht wirklich eine alte, ältere Variante haben. Gut, so, also was haben wir gelernt? Haben wir was gelernt? Diese HF-Leitungen sind durchaus groß. Wenn man sie kleiner haben will, können wir vielleicht mal den Grounded Coplaner nehmen. Probieren wir mal dasselbe. Mit dem 1 mm Substrat. Ja, natürlich. So, was hatte ich hier? 0,5, ne? 360 Grad und 50 Ohm. Das synthetisieren wir. Da kommen wir jetzt auf eine Breite von 1,5 und 1,5 mm, also ich zumindest. Jetzt kann man sich fragen, warum ist das so? Ja. Das hatte ich doch eben gesagt. Ich habe eben gesagt, ich tippe hier einen Phasenwinkel von 360 Grad an, weil ich wissen möchte, wie lang eine Welle wird. Ansonsten ist der Parameter irrelevant. Ich möchte wissen, wie lang die Welle ist. Die ist hier 188 mm lang. Die im freien Raum 1 Gigahertz wäre, ne? Da können wir auch eine halbe eintippen, wenn Sie die 180 Grad haben wollen oder so. Also das ist jetzt Geschmackssache, nicht? Ja. Also nur darum ging es. Für die Berechnung ist es komplett egal, wenn Sie sich für den Parameter L nicht interessieren, aber so kriegen Sie eben gleich mitgeliefert, wie lang ist eine Welle. Ne? So, warum ist denn jetzt die Breite kleiner? Und vor allen Dingen, warum ist die Welle kürzer? Das ist noch einfacher zu beantworten.
Naja, sie kriegen kein Feld mehr hier in den freien Raum hier unten drunter, ne? Weil kann ja nicht, ist ja zu. Also ist ja mit einer Ground Plane abgekoppelt, ne? Sondern sie schließen jetzt Feld, sehr viel mehr Feld hier im Dielektrikum ein. Was denn die Elektrizitätszahl von 4 hat. Und jetzt, wenn das meiste Feld hier in dem Substrat drin ist, dann werden eben die Eigenschaften dieses Substrats dominierend. Und das ist eben Epsilon R von 4, respektive ein Verkürzungsfaktor von eben 1 durch Wurzel Epsilon R, also von 1,5 circa. Ne? Deswegen wird die Welle auch so in etwa halt, ja, in etwa, also die Welle gegenüber dem freien Raum nahezu halbiert. Irgendwas zwischen 2/3 und 1,5. Also genau ausrechnen müssen wir das ja nicht. Wozu? Nicht? Und es geht nur darum, so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen. Ne? Und dementsprechend geht auch das Epsilon R effektiv hier höher. Eben hatten wir 1,8 hier stehen. Ne? Jetzt geht es auf 2,5. So, durch diese Feldkonzentration kriegen wir auch einen etwas dünneren Leiter hin. 1,5 mm ist aber immer noch ziemlicher Klopfer als Leitung. Ne? Aber so ist das eben in der HF-Technik. Ne? Guti. Oh, shit. Fluchen sollte man auch nicht, ne? So, die Mikrostreifenleitung. Das ist jetzt vielleicht die natürliche Wahl einer Leitung auf der Platine. Also zumindest die erste, auf die sie kommen würden, ne? So, machst du halt mal eine Leitung, wie wir es sonst im NF-Bereich auch tun, also irgendwo eine Leiterbahn ziehen. Sie müssen hier daran denken, dass die Masse zwingend dazugehört. Denn es geht ja nicht einfach nur um Strom, der geführt wird, sondern es geht darum, tatsächlich ein Feld, eine Feldverteilung, eine zulässige zu haben. Und wenn Sie sich mal überlegen, was passiert denn hier? Jetzt nehmen wir mal an, wir legen hier, das können wir ruhig im statischen Fall zunächst mal betrachten, wir legen hier jetzt oben Plus an, unten Minus, wie ist auch egal. Es ist natürlich völlig klar, Sie werden hier eine elektrische Feldlinie finden, die hier runter geht. In Rot, ne? So, dann vielleicht eine nächste, die kommt natürlich senkrecht aus dem Leiter raus und geht senkrecht wieder in den Leiter rein, das haben wir ja auch schon gelernt, ne? So, und hier unten auch. So, jetzt haben wir natürlich hier an der Grenzfläche hier, wir gehen mal davon aus, dass es tatsächlich ein Rechteck ist, auch hier geht es senkrecht raus und dann hier irgendwie senkrecht rein. Gut, jetzt nehmen wir mal eine Feldlinie von hier, die geht da oben senkrecht raus, nach oben und schließt sich dann zur Masse darunter. Und kommt da unten an. So, das wäre das elektrische Feld, zumindest ganz grob gezeichnet im statischen Fall. Magnetische Feldlinien können wir auch noch drumherum malen, die würden sich jetzt hier so drumherum schließen müssen. Ne? Spare ich mir aber, sonst wird es ja auch nicht besser. So, was ist die Konsequenz hier? Gibt es eine Konsequenz hier? Ja, ich würde ja nicht so blöde fragen, wenn es keine gäbe. Zum einen, wir haben hier eine relativ krumme Feldverteilung, ne? Also es ist nicht so schön homogen oder radial homogen oder so, wie wir das beim Zylinder hatten oder bei der Parallelplattenleitung hatten. Wir haben relativ große Feldausdehnungen hier nach links und rechts. Nicht? Also diese Feldlinien sollen ja ungestört bleiben, ne? Weil das ist ja das, was da erlaubt ist. Und wenn Sie hier jetzt noch eine Metallfläche hinpacken, weil es der Nachbarleiter oder sowas ist, ist das auch nicht so hilfreich. Ne? So, ja gut, was haben wir, was erreichen wir hier jetzt? Das hier ist jetzt die Frequenz in Gigahertz aufgetragen und darüber die effektive Dielektrizitätszahl. Also was erfährt tatsächlich die geführte Welle in dem Leiter? Und hier die Impedanz. Und dann sehen Sie, das ist nahezu gerade bei der Impedanz, ist auch nahezu gerade bei dem Epsilon, aber eben nicht komplett. So, und abhängig hier auch, je dünner, desto hoch Omega. Das hatten wir aber schon, ne? Also heute Morgen mal einmal. So. Auch das können wir rechnen mit dem Qux wieder. Da, der bietet Ihnen hier auch eine Mikrostreifenleitung an. Da. Und auch da können wir mal rangehen. Nehmen wir mal hier so ein Standardplatinenmaterial wieder. 4, 1 mm Höhe.
So, und dann kriegen wir eben hier eine Länge der Welle raus, der geführten Welle von 170 mm. Also auch hier nahezu halbiert gegenüber dem, was es im freien Raum wäre, was eben am Epsilon R liegt und dem Einsperren des Feldes hier im Dielektrikum, was ich hier gezeigt habe. Nicht? Das meiste Feld, die meisten Feldanteile sind tatsächlich hier im Dielektrikum und nicht hier oben im freien Raum, auch wenn da welche sind. Ja, und eine Breite von 2 mm. Ne? Also eine 50 Ohm-Leitung auf einem 1 mm dicken Substrat ist 2 mm breit. Was jetzt für alle, die schon mal Platinen designt haben, durchaus merklich ist. Ne? So. Wie können wir das kleiner kriegen? Drehen wir mal hier dran, nehmen wir mal einen halben Millimeter und synthetisieren das. Dann fällt die notwendige Leiterbreite auf circa 1 Millimeter. Ne? Das entspannt dann doch ein bisschen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich hier immer in Diskussionen bin, wenn wir HF-Schaltungen machen wollen, dass wir auch ein dünnes Platinenmaterial verwenden. Es ist gar nicht so ganz einfach gewesen, FF4 in der Form, wie wir es brauchen, zu kaufen, das eben nur einen halben Millimeter dick ist. Was der Konrad normalerweise verkauft, ist so 1,5 oder so. Und was wir auch standardmäßig hier haben. Ne? Das ist natürlich auch mechanisch ein bisschen fester. 1,5 mm ist einfach dreimal so dick wie 0,5 mm. Ne? Logischerweise. Eignet sich aber für den aufgrund der HF-Eigenschaften nicht so besonders. Da wollen wir lieber was Dünneres haben. So. Wir können das natürlich noch dünner machen, aber dann wird es natürlich irgendwann, können wir nochmal halbieren. Da, dann halbiert sich das auch noch, nicht? Aber das ist jetzt wirklich ein sehr enges, sehr dünnes Material. Ja. So, Sie sehen das auch hier, nicht, wie sich die charakteristische Impedanz verhält. So, wie ist die Stromverteilung hier drauf? Auch das, und das hier ist nicht der Skin-Effekt. Es gibt durchaus Leute, die stellen sich dann hin und sagen, aufgrund des Skin-Effektes gibt es eine Stromverdrängung nach außen. Wo? Dem Programm, das zeigt mir ja die Skin-Tiefe an den Millimeter. Ja gut, aber das hat ja mit der Stromverteilung erstmal nichts zu tun, nur weil das da steht. Das hier ist die Eindringtiefe, hier in dem Material und das bezieht sich auf das, was ist hier eigentlich an der Oberfläche hier, wo ist denn hier auf der Oberfläche dieses Dings hier der Strom geführt. Nicht, wie ist der Strom hier verteilt, sondern wie weit dringt er hier in das Material und das Material ein. Verstehen Sie den Unterschied? Ja. Ne? Das ist das, was ich meine. Oder was die hier meinen. So. Das hier erstmal hat erstmal nicht unbedingt was mit dem Skin-Effekt zu tun. Denn das ist auch im statischen Fall schon so. So, wenn wir uns jetzt die Stromdichte angucken, eigentlich ist der Strom ja immer rot. Ne? Dann kriegen wir hier eine Feldkonzentration an diesen Kanten hin. So, vielleicht habe ich es gar nicht so richtig gezeichnet da. Ne? So, jedenfalls kriegen wir eine große Krümmung an den Kanten dahin. Und das führt dazu, dass Sie hier eine stromdichte Verteilung haben, die tatsächlich so badewannenförmig aussieht. So. Hä? Ja, das ist der Strom, der rauskommt, meinetwegen in diesem Fall. Ne? So, durch eine höhere Frequenz hier, respektive eine größere Dicke des Materials, wird das Ganze noch so ein bisschen betonter. Nicht? Also verschiebt sich noch weiter an die Ränder. Das ist jetzt tatsächlich eine Stromverdrängung aufgrund, Skin-Effekt würde ich das jetzt nicht nennen wollen, eben aufgrund der höheren Frequenz. Ne? Und der Induktionseffekte, wenn Sie so wollen, dabei. So, der Punkt aber, der sich hier noch drunter verbirgt, ist, dass also die Stromverteilung auch für unterschiedliche Frequenzen unterschiedlich sind. So, was kann man jetzt hier machen und wo tauchen wir nochmal ein? Wie gesagt, diese Mikrostreifenleitung ist erst einmal vielleicht die natürliche Wahl, wenn Sie irgendeine Platine machen wollen.
ist relativ einfach zu machen. Einen Leerlauf kriegt man ganz gut hin, also man hört einfach auf mit der Leitung. Ein Kurzschluss ist schon schwierig, weil Sie für den Kurzschluss natürlich hier einen Via brauchen. Ne? Und dieses Via ist dann mindestens den halben oder so Millimeter dick, hat auch eine Ausdehnung oder so und ist dann eher eine Induktivität als wirklich ein Kurzschluss. So HF-mäßig gesehen. Ne? Über Kurven und Biegungen und so weiter sprechen wir gleich noch. Es gibt eine ganze Menge effektive Formeln. Gerade in den 70er Jahren hat es da immer wieder Doktoranden gegeben, die haben dann eine neue effektive Formel verwendet oder herausgefunden. Und in dem Qux hier beispielsweise oder auch in anderen Mentor Graphics oder sonst wie Design-Tools hierfür, da liegen eben genau solche effektiven Formeln dahinter, die die Optimierung machen und nicht eine Vollwellensimulation. Ne? Kann man natürlich auch, aber da gibt es solche Formeln, die aufgrund von Messungen, Simulationen und so weiter erstellt worden werden. So, passen Sie auf, wenn Sie sowas machen, auf Störungen in der Massefläche. Ich habe das jetzt mehrfach betont, dass die Massefläche zur Leitung dazugehört. Stellen Sie sich vor, hier wäre keine Massefläche, dann würden diese Feldlinien kein Ende finden. Ne? Oder müssten es woanders suchen. Und da wäre die Feldverteilung eine andere, völlig andere. Ne? Also es gilt nur so zusammen. Kopplung mit anderen Leitungen. Aufgrund der relativ großen Feldausdehnung. Man sagt, man braucht mindestens 5-mal die Breite dieses Leiters, bis die nächste Leitung kommen darf. Das heißt also, effektiv ist das Ding hier nicht 1 Millimeter Platzbedarf, hat das Ding nicht 1 Millimeter Platzbedarf, sondern 11. Ne? Störungen und so weiter. Eventuell ist das Substrat sogar anisotrop, hat also ein anderes Epsilon eher in dieser Richtung und in dieser. Ja, bitte. Na ja, da. Da hier 1 Gigahertz eingestellt, ne? Also, zum einen rede ich momentan von der reinen Lehre. Zum anderen gucken wir uns das doch nochmal an. Das Bild von dem LMB. Ja, ich komme. Ich komme da gleich hin. Da ist er doch, ne? Ja, genau. So. Aber da schauen Sie mal, was da ist. Da ist der Schirmkasten nur, ne? Das ist keine andere Leitung hier. Das ist Masse, die da liegt. Ja. Hier übrigens auch, ne? Da ist Masse drumherum. Gut, hier werden zwei Leitungen zusammengeführt. Die sind jetzt natürlich, die zwangsläufig müssen die irgendwann aufeinander zulaufen, ne? Sonst könnten sie sich ja nicht verbunden werden, ne? Und hier, klar, der Abstand hier dazu ist, zum Schirmkasten ist, deutlich geringer. So, jetzt hat diese Leitung mutmaßlich auch nicht die gerade eben akademisch berechnete Impedanz, sondern aufgrund eben des Deckels, der auch noch oben drüber ist, eine etwas andere. So, also hat man da einen kleinen Fehler in der Impedanz gemacht, was wahrscheinlich nicht so eine große Rolle spielt und musste hier auch durch Experimente noch rausfinden, wie denn dieses wirklich sauber strukturiert werden muss und wie sich das verhält. Ne? Also man ist hier nicht in dem akademischen Bereich. Aber Sie haben hier keine andere Leitung direkt daneben liegen. Ne? Wäre das nicht geschrumpft, wenn man jetzt die Zwischenräume noch ausfüllen hätte, dass man weiß, dass grounded kommt, also dass das der anderen Leitung entspricht? Kann man machen, hat man hier jetzt nicht gemacht. Also gerade wenn Sie so Feldeffekttransistoren oder sowas anschließen wollen, nehmen Sie so eine Coplanar-Leitung sehr gerne, weil Sie ja dann hier die Source-Anschlüsse relativ dicht dran anschließen können. Ne? Gut, aber nur auf einer Seite. Nee, auf beiden. Ist ja beides. Also das ist ja Gate, Drain, Source, Source. Okay. Ist kein Dreibein, ist ein Vierbein, so ein HF-Transistor.
So, praktische Transmission Lines, da haben wir sie. Wo sind wir denn? Planare, Wellenleiter, da geht's weiter, ne? So, das ist hier jetzt eine, das ist übrigens natürlich ganz wunderbar für die Klausur, nicht? Das ist jetzt eine von diesen effektiven Formeln da. Bahnscherz, haha. das ist jetzt eine von diesen effektiven Formeln, aus denen man jetzt Epsilon effektiv bestimmen kann, beziehungsweise hier die charakteristische Impedanz bestimmt, ne? Da. Mit der Hilfe dieses Kapazitätsparameters da an der Stelle. Ne? So, also ich wollte Ihnen eigentlich nur zeigen, was da drin steckt in dem QX. Ich glaube, das ist sogar die Formel da. Ja. Ja, ja. Also QX, das hatte ich im ersten Semester mal erwähnt, aber ich verlange natürlich nicht, dass Sie das immer noch wissen. Das waren vor 10 Jahren oder so, ich glaube, Darmstädter Studenten, die mal angefangen haben, so einen HF-Schaltungssimulator zu schreiben. Und das ist immer so ein bisschen gewachsen. Manche Dinge waren auch statisch oder so und sind nicht so gewachsen. Also so ein Open-Source-Projekt halt. Ne? Leute kommen und gehen. Es ist für das, was wir in dieser Vorlesung machen wollen, ausreichend, wenn Sie tatsächlich mal einsteigen in echte HF-Simulationen, also ich baue ein Handy oder so, dann ist es nicht mehr genügend. Ne? So, aber für das, was wir vorhaben, wir werden auch noch intensiver damit arbeiten, einen Filter entwerfen, Verstärker entwerfen oder sowas in der Simulation, das werden wir damit machen. Das arbeitet linear. Es ist mittlerweile auch, gibt es Varianten davon, Sie haben vielleicht gesehen, ich habe 3 Varianten bei mir auf dem Rechner. Es gibt mittlerweile auch Varianten, die es erlauben, ein Open Source Spice Engine einzubinden. Also Sie kennen ja alle LTSpice, das ist ja nicht Open Source. Das ist ja Closed Source und ein Marketingobjekt von Linear Technologies. Also Gutes, das ist jetzt nicht die Frage, ne? Also ich will das jetzt nicht in Abrede stellen, ne? Aber die Idee ist natürlich für Linear Technologies, dass die ihre Devices da vermarkten über LTSpice. Und das ist ein tolles Tool, läuft sogar auf Wine, auf Linux. Wenn Sie aber Open Source Purist sind, Klammer auf, warum sollte man da sein, Klammer zu, kann man sich ja fragen, ne? Dann ist es natürlich nicht die erste Wahl und dann ist es irgendwie schöner, Sie haben irgendwie ein Open Source Schematic Entry, so heißt eben das, womit Sie die Zeichnung machen. Und dahinter eben dann auch ein Open Source Simulations Engine. Und das können Sie mittlerweile mit QX und dann eben einem Size, so heißt das. Size ist ein Spice. Spice sagt Ihnen, ja, ne? Das ist ein Spice Engine vom Sandia National Labs. Das sind die, die ursprünglich mal die Atombombe gebaut haben. Die machen auch andere Sachen, also Simulationssachen zum Beispiel. Dann gibt es noch so ein NG-Spice, das ist, glaube ich, auch unter der GNU-Lizenz, also so ein frei verfügbarer Spice-Kernel auch. Da kann man so ein bisschen experimentieren und so. Also Sie können mittlerweile auch tatsächlich nicht in Jahre Zeitbereichssimulationen und so weiter über das QX machen, indem Sie so einen anderen Kernel einbinden. Ist eine ganz coole Sache, hobbymäßig. Aber das hat natürlich keinen professionellen Anspruch, ne? Aber im akademischen Bereich und für unsere Vorlesung reicht das allemal. So, Mikroschreifen-Leerlauf haben wir hier. So ein echter Open, so wie er eben gezeichnet ist, oder ideal, wie er eben vorliegt, es hört hier irgendwann auf. Dummerweise fällt der Strom, die Stromwelle steiler ab, als das der normale Sinus vorsieht. Also, was meint er jetzt damit, der Oberschmidt? Wenn das hier Ihre Mikroschreifenleitung ist, dann wäre das eine wirkliche sinusförmige Stromverteilung da drauf. Und die wäre natürlich hier am Open Null, ne, am Ende. Real fällt der Strom ein bisschen steiler ab. So, welche Konsequenzen... falsch. Welche Konsequenzen hat das? Es gibt hier eine Phasenverschiebung. Ne? Weil der eben hier zu steil ist. So, was heißt das? Das heißt effektiv, dass dieser Leerlauf hier ein bisschen länger erscheint, als er geometrisch ist. Das können Sie ausdrücken über so ein Delta L oder so oder über eine Kapazität an der Stelle, ne? Die da ist. Das ist es ja letztlich auch. Also es ist ja auch eine Kapazität hier am Ende, ne? Die Endkapazität, die dazu führt, dass diese Verlängerung da vorliegt. Ne? So. Kann das auch noch ein bisschen optimieren, wie so ein Radial Stub.
Über Leitungen, Stichleitungen haben wir ja gesprochen heute schon, ganz ausführlich auch sogar. Und hier kann man das Ganze noch so als Radialen ausführen, so oder sogar zweiseitig. Ja, wozu führt das? Das hat zunächst einmal eine höhere Kapazität und damit auch eine niederohmigere Leitung hier an der Stelle. Gleichzeitig aber auch hier eine bessere Lokalisierung. Also da haben Sie nicht irgendwie so einen breiten Leiterflatschen, der da irgendwo an irgendeiner Stelle angeschlossen wird, sondern irgendwie einen definierteren Punkt, ne? Dafür. Ja, und deswegen kann man dieses eben auch, verwendet man die Sachen hier, ne? So, ein Short oder ein Via. Der Punkt ist natürlich hier, das ist, geht hier runter. Und eine Biegung, naja, in der Niederfrequenztechnik machen sie oft sowas, was da links steht. Ne? Also rechts rum. So, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind Welle. Batsch, knallen Sie voll gegen die Wand, ne? Da oben. So, und jetzt geht es erstmal wieder zurück. So, also das ist, ja, aber so ist das. Ne? Also die Welle findet das jetzt gar nicht, also findet das halt nicht so witzig. Ne? Dem Strom ist das jetzt nicht so entscheidend, der geht halt um die Kurve. Ne? So, also der Niederfrequenzstrom, der Gleichstrom, aber die Welle erfährt dann zu hohe Reflexion. Wenn man das nicht möchte, dann baut man sich einfach einen Spiegel ein, so einen 45-Grad-Spiegel. Ne? Das ist so wie so ein Periskop. Ne? Also die Welle kommt an, wird hier reflektiert, aber geht jetzt aufgrund des 45-Grad-Meters hier nach rechts weg. Und das ist da, wo sie haben wollen. Ne? Und nicht wieder zurück. So, dann schneidet man das eben mit 45 Grad an und fertig ist. Ne? Gibt es auch noch detailliertere Vorschriften für, wie man das machen muss, aber so kann man es tun. So, äquivalente Schaltung wäre dann sowas hier. Kapazität ist klar, ist immer da. Und hier ein bisschen L noch dabei. Ne? Aber die Werte dafür gebe ich auch nicht an. So, schauen wir uns mal das Thema mit der Ground Plane nochmal an. Was Sie hier sehen, ist jetzt der Blick auf die Antennen auf die Platinenunterseite. Da sollte ja Masse sein, Massefläche. Und hier dahinter, da sieht man es jetzt nicht mehr, liegt die Mikrostreifenleitung. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was da passiert. Wir schicken einen Strom auf der Mikrostreifenleitung meinetwegen in der Richtung. Dann gibt es natürlich einen Rückstrom in der Masse in die andere Richtung, ne? Stromkreis. So, die beiden gehören auch zusammen. Das haben wir ja hier schon angedeutet. So, wenn wir da jetzt hier so einen Schlitz reinschneiden, beispielsweise, dann muss dieser Rückstrom ja hier so einen Umweg nehmen, weil da kommt er nicht durch. Wenn er das macht, gibt es natürlich einen Potentialunterschied zwischen hier und hier und sogar einen Phasenunterschied zwischen hier und hier. Das heißt, da gibt es ein elektrisches Feld. Wenn Sie das jetzt richtig dimensionieren, ist das eine wunderbare Antenne. Eine Schlitzantenne. Bei Antennen sind wir aber noch gar nicht. Wir sind noch bei Leitungen. Also wir wollten noch eine Leitung machen. Das heißt, also man kann aus diesem Bug ein Feature machen. Das habe ich Ihnen gerade erläutert. Aber wenn Sie das nicht richtig machen, dann haben Sie eben nur den Bug und nicht das Feature. Ne? Deswegen, und das soll dieses Bild eben verdeutlichen, deswegen ist es wichtig, dass die Massefläche da unter der Leitung ungestört bleibt. Was auch heißt, so keine kreuzenden Leitungen oder sowas. Ne? Also auch das ist ein Thema. Also nicht einfach so 17 Lagen, kreuz und quer und hier und da und so. Ne? Bei Highspeed-Leitungen oder sowas. Nee, das muss sauber geführt werden. Die brauchen auch eventuell ihre eigene Abschirmung und ihr, all sowas. Nicht? Gut. Kommen wir zum Thema Kopplung. Zwei gekoppelte Leitungen. So, das ist jetzt ein
zwei Leitungs- bzw. drei Leitersystem. Also sind ja zwei Leitungen da, die nebeneinander liegen und drei Leitermasse und zweimal da oben diese mit der W, mit W der Breite da. Ne? So, dementsprechend hat man hier zwei Moden, nämlich eine Gleichtakt- und eine Gegentaktmode. Das sagt Ihnen was? Naja, Sie könnten ja Plus, Plus, Minus haben. Ne? Oder Plus, Minus, Masse. Ginge auch. Ne? Dann sind die Felder natürlich völlig andere. Ne? Muss man es anzeichnen? Nö, eigentlich nicht. Ne? So, also Sie haben diese beiden Feldverteilungen. Unterschiedliche Feldverteilungen haben unterschiedliche Impedanzen. Vollkommen klar, weil sich die Kapazitäten, die Kapazität von hier nach da ist natürlich eine andere als von hier und von hier zur Masse runter, ne? Weil auch die geometrischen Gegebenheiten einfach sich dann anders darstellen. Ne? So, also hat man unterschiedliche Impedanzen, nämlich einmal eine Gegentakt, also Odd, und eine Gleichtakt, also Even-Impedanz. Die Kopplung zwischen den beiden Leitungen, so ein Koppelkoeffizient, ist die Differenz durch die Summe der beiden. Die charakteristische Impedanz des gesamten Systems ist die geometrische, das geometrische Mittel der beiden daraus. So, das kann man natürlich ganz wunderbar verwenden, wenn man zwei Leiter nebeneinander laufen lässt als Koppler. Man könnte einfach zwei Leitungen dicht nebeneinander machen und dann wünscht man sich, dass da was übergekoppelt wird. Wäre eine Variante, ne? So, dann kann man das ausrechnen. Wie groß ist denn eigentlich die Kopplung jetzt hier zwischen den beiden? Da haben wir jetzt mal einen Leiter genommen. Hier aus einem etwas, ja, ist ein Keramiksubstrat, also ist ein HF-Keramiksubstrat, ein bisschen was besseres als dieses FR4, auch deutlich teurer. Dicke Millimeter, Breite auch Millimeter von der Leitung. Das ist eine 50-Ohm-Leitung dann in dem System. Könntest du nachrechnen. So, und wenn man die jetzt hier einen Millimeter auseinander macht, dann hat man hier eine Kopplung von 15 dB. Von dem einen auf das andere, oder Koppelfaktor von 15 dB von dem einen aufs andere. Wie viel das jetzt ist, hängt auch noch von der Länge ab. So, 20 dB bei 2 mm Abstand da, und wenn Sie ganz wenig, nur noch ein Tausendstel oder sowas übergekoppelt haben wollen, dann müssen Sie halt 5, und das ist ja das, was ich eben sagte, ne? Dann müssen Sie eben 5 mm Platz dazwischen lassen. So. Ja, ja, das ist viel, genau. Ja. Ja, ja, sicher ist das teuer. Aber ich bin ja noch bei, also Sie können ja auch davon abweichen, nicht? Ich bin ja jetzt erstmal bei der reinen Lehre. Wenn Sie nur die Leitung alleine isoliert betrachten wollen, ne, dann müssen Sie erstmal alles freiräumen. So, da das keiner kommerziell akzeptiert, diese Größe der Struktur, ne, fahren Sie natürlich dichter zusammen und lassen sich andere Sachen einfallen. Ne? So mit irgendwelchen Isolation oder Groundflächen dazwischen, irgendwelchen Schirmkästen oder sonst irgendwas. Alles billiger. Ne? Aber ein Schirmkasten ist auch nicht billig. Den muss auch bestückt werden und drauf und Blech und schwer und so weiter. Ne? So, eine Alternative könnte zum Beispiel so eine Streifenleitung sein. Dazu, das ist jetzt auch wieder, und das ist auch fast die reine Lehre einer Koaxleitung hier, wenn das nur symmetrisch ist. Das liegt hier in der Mitte und ist allseitig umschlossen vom gleichen Dielektrikum. So stellt sich das hier dar. Damit ist es auch möglich, hier eine wirklich reine TEM-Welle zu führen. Die anderen Leiterstrukturen können das aufgrund der Asymmetrie nicht. Die haben alle noch so leichte Longitudinalkomponenten des elektrischen oder magnetischen Feldes. Das hier braucht das nicht oder hat das nicht. Ja, je nachdem, wie groß Sie das machen, ist das elektrische Feld natürlich sehr viel besser konzentriert hier bei dem Leiter. Ne? Also Sie haben nicht diese weiten Wege, die Sie da mit den Feldlinien gehen müssen, sondern Sie können hier zur nächsten Masse einfach gehen. Ne? Fertig. Das heißt also, das Feld ist auch weiter konzentriert. Sie haben auch wesentlich weniger Koppelprobleme, Anführungsstrichen dann. Die haben natürlich einen Nachteil, löt da mal einen Transistor ein. Ne? Das ist halt irgendwo im Plastik. Also irgendwo im Platinenmaterial, ne? Also da löten sie nichts. Deswegen nimmt man diese Struktur natürlich dann, wenn man auf der Platine verhältnismäßig lange Leitungen hat. Da nimmt man nicht eine Mikrostreifenleitung, die quer über die Platine geht, sondern dann versenkt man das, packt das zwischen zwei Masseflächen ein, das ist es ja, Sie brauchen drei Lagen dafür, ne? Packt das zwischen zwei Masseflächen ein und dann kann man eine größere Strecke überbrücken.
Das ist so die Idee dabei, ne? Aber ich kann dann wieder dichter links und rechts ran. Und Sie können dichter links und rechts ran, ja. Und Sie können auch, das können Sie auch machen, ganz wunderbaren Schirmkäfig noch bauen, ne? Sie vernageln das hier einfach. Da hauen Sie immer im relativ dichten Abstand ein paar Vias durch. Also da habe ich jetzt nicht hingemalt. Ne? Dann wird das hier eben, müssen Sie nur aufpassen, dass Sie nicht einen Rechteckhohlleiter bauen, ne? Müssen Sie hier ohnehin, dass Sie nicht eine Parallelplattenwelle anregen. Ne? Also je nachdem, in welchem Frequenzbereich Sie unterwegs sind, wie groß Ihre Struktur in vertikale Richtung wird, ist das ja zumindest theoretisch möglich. Ne? Praktisch hoffentlich nicht. Gut, also das könnten Sie, da könnte Ihnen da auch noch passieren. Aber Sie können die ja auch relativ dicht vernageln hier, also dann nochmal Kurzschlüsse reinpacken und dann können Sie da in einem relativ geringen Abstand dann die nächste Leitung packen. Also nimmt man tatsächlich auch solche vernagelten Systeme, wenn Sie größere Strecken auf der Platine überbrücken wollen. So, auch da können Sie Kopplungen mitbauen, nicht? Sie können das Coplanar koppeln oder breitseitig koppeln. Da haben Sie ein paar mehr Freiheiten, mindestens in der Theorie. Wie Sie das praktisch mit Ihrem Lagenaufbau hinkriegen und dann auch noch bezahlt kriegen, ne, ist eine zweitrangige Frage, die wir hier erstmal nicht betrachten. Nicht? Also das da rechts sind Sie ja schon bei 4 Lagen, ne, die Sie brauchen. Ne? Also, und nur dafür. Nicht? Das wird ja alles nicht billiger. Ne? So, aber Sie können sich natürlich vorstellen, Sie haben hier wesentlich höhere kapazitive Kopplungen als da, ne, zwischen den Leitungen. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Koppler bauen wollen, ist das hier vielleicht eine bessere Wahl als das da. So, und wenn man das alles mal zusammenpackt, dann kommt man hier auf diese Darstellung, wo wir hier den Koppelfaktor C, das ist noch nicht die finale Kopplung, aber den Koppelfaktor C hingeschrieben haben und hier einmal die Mikrostreifenleitung haben, wo die Kopplung hier so langsam ausläuft aufgrund dieser großen Feldschwänze hier und bei der Stripline hier einmal coplanar gekoppelt und breitseitig gekoppelt, wir hier die unterschiedlichen ja, Koppelfaktoren uns da auch nochmal darstellen, einfach für zwei unterschiedliche Materialien jeweils. Ne? Das fällt relativ schnell ab aufgrund der Tatsache, dass die Felder einigermaßen konzentriert sind. Und das, Herr Göbel, beantwortet ja auch Ihre Frage. Nicht? Da kann man die dichter zusammenpacken. Ja, bei gleicher Kopplung oder Entkopplung kann man die natürlich wesentlich dichter packen als die Mikrostreifenleitung. Ne? Das ist klar. Die Breitseitenkopplung, da haben Sie eine ganze Menge Freiraum. Da müssen wir nochmal auf das Bild zurückgehen. Einmal kriegen Sie natürlich, wenn die dicht beieinander sind, sehr, sehr hohe Kopplungen hin. Da. So, und wenn Sie jetzt weiter auseinander machen, dann heißt das nicht nur, dass Sie sie weiter auseinander machen, sondern auch, Sie machen sie dichter an die Masse ran. Ne? Und dann konzentriert sich das Feld natürlich noch mehr und mehr und mehr zwischen dem Leiter hier und der Masse. Und damit fällt die Kopplung dann sehr, sehr schnell, was Sie auf dem Bild hier gesehen haben. Ne? Da. Das ist das hier. Die fällt dann rasant ab, die Kopplung. Einfach, weil Sie es dicht an die Masse rangeschoben haben. Nicht nur weit auseinander, sondern auch dicht an die Masse ran. So. Ja, das hat jetzt noch ein bisschen was mit meiner Historie und meiner beruflichen Historie zu tun. Ich bin der Testingenieur gewesen bei Siemens mal. Und zumindest habe ich damit auch angefangen. Da ging es dann auch darum, HF-Leitungen oder Funkbaugruppen oder sowas zu überprüfen und zu testen. Deswegen erlaube ich mir jetzt noch diesen Ausflug hier, was Sie sonst wahrscheinlich in so einer Vorlesung niemals finden würden, in Testen von Platinen. Oh, shit, warum kommt da nichts? Na, dann sparen wir uns den Ausflug. Es gibt natürlich wieder böse Kommentare, ne? Wenn einer bis dahin zugehört hat. In Dislikes. Habe ich schon Dislikes? Ja, ja. Aber darum geht es nicht. Und ansonsten schalten wir das Ding hier auf privat oder auf unlisted und so und dann kriegen Sie den Link und dann können Sie das disliken und alle anderen nicht, wenn mir das zu blöd wird. Ja, ja gut, darum geht es ja. Ne? Gut, so. Mann, lang heute, ne?
Nicht? Boah, ist Parameter ist aber wichtig, oder? Ja, ich wollte jetzt auch kein Kapitel auslassen. Wir fangen das auch jetzt noch an. Bitte? Im Skript ist was, oder was? Nee, ne? Ja, es ist auch nicht so entscheidend. Also nee, das ist, da brauchen wir Bilder für. Ohne Bilder ist das jetzt einfach doof erklärt. Ja, das nächste Mal kann man das noch nachliefern, wenn man das will. Ja, aber das ist dann schon direkt aus dem Praxis. Ja, ach, so praktisch ist das jetzt auch nicht. Gut, so. Aber ohne Messung kann man wahrscheinlich auch nicht entwickeln. Lass uns kurz durchatmen. Warum ist das denn jetzt hier nicht dabei? Na gut, habe ich irgendeinen Parameter falsch gesetzt. Das ist ja alles aus einem Masterfile produziert und da war das irgendwie nur doch falsch, vielleicht was falsch eingetippt. Aber es ist auch wirklich ein kurzes Kapitel gewesen. So, worum geht es jetzt bei der 2-Tor-Theorie und den S-Parametern? Wie viel wissen Sie über 2-Tore und ja, wissen Sie schon über 2-Tor-Theorie? Es hält sich hier sehr in Grenzen wahrscheinlich, ne? Bitte was? Das Spiel dauert 90 Minuten, ja. Der Ball ist rund, genau. Also wir haben. Ja, da. Also, die haben in der Elektronik wahrscheinlich mal sowas gemacht, dass sie eben ein 2-Tor mit H-Parametern, Z-Parametern oder Y-Parametern beschreiben können. So, ja, der Nutzen ist die Informationsreduktion. Also, wenn Sie nur ein Datenblatt von einem Transistor von irgendwas haben, dann ist da sehr, sehr viel Information drin. Wenn Sie in der Lage sind, das zusammenzukochen auf 4 oder vielleicht sogar nur 3 Parameter, dann haben Sie Informationen reduziert, ohne Großgenauigkeit verloren zu haben. Das ist der Sinn der Sache. Und das können Sie dann eben auch mit einem Simulator oder mit einer linearen Schaltungsberechnung oder sowas verwenden. Das ist der Sinn. Also es macht Ihnen das Leben leichter, auch wenn das immer alle nicht glauben hier im Raum. Ne? Aber all diese Geschichten sind dazu da, das Leben zu vereinfachen. Und Sie tun es auch tatsächlich, nicht? So, was Sie kennen, sind die Impedanz- oder Admittanzparameter, also Z und Y. Das ist Ihnen vielleicht schon mal begegnet. Und eine Mischform davon, die H-Parameter, ne? Wo dann der eine mit dem anderen, weiß ich aber auch nicht mehr genau, wie die definiert sind. So, wir führen jetzt eine nächste Variante ein, die sowohl messtechnisch sinnvoller und einfacher zu verwenden ist und auch gemessen werden kann. Das ist einer der Gründe. Als auch von der Anschauung her in der HF-Technik, wenn wir nämlich über Wellen und Reflexion von Wellen und so weiter reden, anschaulicher ist und einfacher zu verwenden ist. So, was ist eigentlich unser Problem? Wir können diese Sachen, also das mit den Z- und Y-Parametern, durchaus verwenden. Also QX, soweit ich weiß, arbeitet auch mit Y-Parametern, ne? Auch wenn es ein HF-Simulator ist. Also es existieren die und die ganze Theorie gilt natürlich bis zu unendlich Frequenz. Das ist ja gar keine Frage. Ne? Nur die Frage ist, kommen Sie tatsächlich an diese Parameter ran? Messtechnisch. Sie müssen ja letztlich für die Admittanz- und Impedanzparameter Kurzschluss- und Leerlaufversuche machen. So, jetzt haben wir über einen Kurzschluss und über den Leerlauf auch schon gesprochen. Also der Leerlauf ist zwar irgendwie machbar, aber nicht so gut herstellbar, zumindest nicht bei sehr hohen Frequenzen. Der Kurzschluss, dasselbe, der ist herstellbar, aber vielleicht aufgrund des Vias gar nicht mal so gut herstellbar. Und wenn Sie so einen HF-Transistor haben, dann wollen Sie den nicht unbedingt am Ende kurzschließen, weil wenn Sie das machen, da kriegt er ja alle Informationen oder alle Energie zurückreflektiert. Das ist ja das Wesen eines Kurzschlusses oder Leerlaufs. Und dann fängt er eventuell an zu schwingen. Und dann können Sie ganze Messungen in die Tonne treten. Ne? Weil Sie brauchen nicht die Parameter, wenn dieser Transistor schwingt, sondern wenn er verstärkt. Ne? Und wenn Sie das gar nicht hinkriegen, weil er macht eben das da, dann haben Sie irgendwas, also dann kriegen Sie nicht die sinnvolle Information daraus. Ne?
So, Übertragungsleitungen müssen Sie berücksichtigen. Das ist mit Z- und Y-Parametern relativ schwierig, weil, das hatten wir heute auch schon, diese Z- und Y-Parameter, Pi- und T-Ersatzschaltbilder zwar da sind, aber eben die Parameter, die Komponenten frequenzabhängig sind. Ne? Hatten wir auch schon, wenn Sie sich an Pi- und T-Ersatzschaltbilder erinnern. Dann sind Spannung und Ströme schwer zu messen, zumindest direkt schwer zu messen. Viel einfacher kann man eben denken und messen in Leistung. Ne? Also Leistung kann man auch bis zu sehr, sehr hohen Frequenzen relativ gut messen. Die hat schon das Beispiel gebracht, selbst wenn Sie hier Licht, was ja eine elektromagnetische Welle mit hoher Frequenz ist, messen wollen, ist das gar kein Problem. Legen Sie irgendwo ein schwarzes Blatt Papier hin, das wird dann warm. Ne? Dann haben Sie Leistung gemessen. Das ist der allereinfachste Fall. Ne? So, Spannung, Strom, miss mal die Spannung oder das elektrische Feld beim Licht. Das ist halt so eine Sache, ne? Geht eben nicht. So, wir brauchen also irgendwas, was für uns praktischer ist. Und das haben wir natürlich auch. Das sind nämlich die S-Parameter. Da müssen wir jetzt ein bisschen Ausflug noch wieder in die Theorie machen. Wir gucken uns nochmal an Spannung und Strom, hinlaufende, rücklaufende Welle, das hatten wir im Kern schon. Das ist jetzt also nichts Neues. Z ist die charakteristische Impedanz. Jo, meist können wir davon ausgehen, dass das Gamma rein imaginär ist. Also keine Verluste da sind, sondern es nur ein Phasenfaktor darstellt. So, und jetzt könnten wir hergehen und sagen, wir führen einfach mal Wellen A und B ein. Da, eine hinlaufende und eine rücklaufende Welle. Also eine Welle, die in Richtung des Zweitors geht und eine, die da wiederkommt. Wir nennen die A und B. Kann man machen, genau. Ne? So, und die konstruieren wir so, dass deren Summe mal Wurzel der charakteristischen Impedanz die Spannung ergibt und deren Differenz durch Wurzel der charakteristischen Impedanz den Strom ergibt. So, was heißt das jetzt einheitenmäßig? Das heißt also, diese A und B haben was für eine Dimension? Volt durch Wurzelvolt Ampere ist gleich Wurzelvolt mal Ampere. Also Wurzel Watt, ne? So, das macht so anschaulich, kann man sich fragen, ob es Einheit Wurzel Watt irgendeinen Sinn macht. Auf der anderen Seite, warum nicht? Ich meine, ich muss das bloß quadrieren und habe die Leistung, ne? So, das ist die Aussage. Also ich habe jetzt irgendwie so eine Mischform zwischen einer Spannung Stromamplitude. Das wäre das hier ja, einer solchen Amplitude, mit der ich aber sehr, sehr schnell die Leistung kriegen kann. Also einfach durch Quadrierung. Ne? So, das ist so ein bisschen der Hintergrund dabei. So mit Wurzelwatt arbeitet man nicht ernsthaft. Ne? Das taucht auch eigentlich nicht auf, aber ich möchte es Ihnen hier mal einmal vorführen, was denn das eigentlich sein soll. Ne? So, also aus diesem Ansatz und diesem Gleichungssystem folgt eben dann für die A und Z genau dieses hier. Und die I's und U's kann ich natürlich auch darstellen. Ne? Hier als kommend aus der Spannung, Strom, ja, aus den beiden Wellen, ne? Hin oder zurück. So, und dann haben wir jetzt hier auch das Zweitor. Das Interessante hierbei ist, deswegen steht ja auch noch vier Pol. Im deutschen Sprachgebrauch redet man eher von vier Polen und im angelsächsischen Sprachgebrauch eher von zwei Toren. Das ist beides dasselbe, ne? Nur das eine orientiert sich eben am Tor und das andere an der Anzahl der Pole. Muss man nur, weil es auch eine bloße Stilblüte, ne? Also nur, dass sie die nicht verwirrt sind, wenn dann mal die eine oder andere Nomenklatur auftaucht. Ne? Das ist beides dasselbe. So, und dann können wir ja mit diesen A's und B's mal anfangen. Da haben wir nämlich eine A1-Welle, die geht von links an das erste Tor rein. Wir haben eine A2-Welle, die geht von rechts an das zweite Tor ran. Und dann haben wir eine B1-Welle, die geht aus dem Tor nach links auf der linken Seite nach links raus und das B2, das geht auf der anderen Seite raus. So, damit haben wir dann die Wellen auch definiert.
Wir definieren hier noch eine Bezugsebene, weil wir haben ja einen Phasenkoeffizienten und ein paar Millimeter weiter ist es ja schon wieder völlig anders. Ne? So, wenn das jetzt linear ist, können wir die Sachen ja in einen Zusammenhang stellen. Einen linearen, was nichts weiter als eine Matrix ist. Ne? So, also das, was rausgeht, ergibt sich mit einer linearen Operation aus dem, was reinkommt. Das war's. Mehr muss man sich da nicht drunter vorstellen. Jetzt kann man nur hergehen, und da wird es dann für die HF-Techniker schön. Welche physikalische Bedeutung haben jetzt die da, die vier? Was die physikalische Bedeutung dieser vier hier ist, haben wir geklärt. Das sind die reinlaufenden und die rauskommenden Wellen. Ne? Ja, machen wir das doch mal. S11 ist B1, also was links rausgeht, durch das, was links reinkam, wenn A2 0 ist. Also wenn rechts nicht auch noch was reingekommen ist. Ja? Also kann man aus dem Gleichungssystem herausziehen. Das heißt aber nicht nur, dass ich hier irgendwie nichts mache, sondern das heißt auch, dass ich dafür sorge, dass es hier auch von dem, was hier rausgekommen ist, also dem B2, hier nichts wieder was zurückreflektiert wird. Ne? Also ich muss das hier reflektionsfrei abschließen, weil sonst würde ich ja hier mittelbar so ein A2 generieren. Das darf ich nicht. Ne? So. S22 ist dasselbe auf der rechten Seite. S21 ist das, was rechts rausgeht, bezogen auf das, was links reingekommen ist, wenn nicht von rechts noch was dazu kam. Und dasselbe mit den Indizes umgekehrt. Ne? So, und da haben wir jetzt auch eine Messvorschrift. Das ist das ja eigentlich schon. Ne? Also, wenn ich S11 haben will, dann schicke ich ein Signal von links drauf, sorge dafür, dass rechts nichts generiert werden kann und gucke, was wieder rausgekommen ist. Ne? So, wenn ich S21 haben will, dann gucke ich, was rechts rauskommt. Also packe ich links was rein, gucke, was rechts rauskommt. Unter der Randbedingung, dass ich nicht da auf der rechten Seite eine Reflexion erzeugt habe. Ne? Da. Ja, solche Messgeräte gibt es. Das ist ein Netzwerkanalysator. Und die funktionieren auch tatsächlich so ähnlich, wie ich das gesagt habe. Sie haben hier einen Generator, der ist jetzt nur für die eine Seite mal dargestellt. Normalerweise kann man das auch umschalten, dass der beide Seiten im Wechsel dann messen kann. So, da haben wir so einen Messgenerator. Der hat natürlich einen Innenwiderstand, 50 Ohm oft. Hier hat man einen reflexionsfreien Abschluss, 50 Ohm. Hier hat man einen Richtkoppler. Das sind jetzt Rückwärtskoppler. Also hier ein Koppler, der monitort eigentlich nur, was ich hier drauf gegeben habe. Also dafür ist er da. Sie müssen ja irgendwie das A1 bestimmen. Das im Freiflug zu machen, so wie, oh, ich habe da mal was angelegt und ich hoffe, dass das stimmt, tut man eigentlich nicht, sondern man misst das eben auch wirklich. Ne? Das wäre das A1. Und dann einen zweiten Koppler, der genau diese Welle hier auskoppelt. Müssen wir uns, das machen wir im Kapitel Messtechnik. Quatsch, im Kapitel passive Elemente kümmern wir uns noch um Richtkoppler, wie die dann so aufgebaut sind. Gehen wir einfach mal davon aus und ich versichere, es gibt sie wirklich. Wir haben etwas, was nur diese Welle dahin führt und die andere auf das andere Tor führt. Ne? Da werden wir dann mal einem Vier-Tor schon. Ne? Jetzt machen wir erstmal zwei Tor. So, und dasselbe baut man auf der Seite hier auch auf. Ne? Also hier soll ja 0 sein. Monitort man nicht unbedingt. Sorgt man dafür, dass das wirklich so ist. Und hier hat man das B2, also guckt, was hier rauskommt. Das war's. Wie man das jetzt konkret aufbaut, ist Gegenstand jahrzehntelanger Forschung gewesen. Ne? Also es gibt die Teile auch schon lange, lange, lange. Nicht? Aber das wirklich perfekt hinzukriegen, auch bei hohen Frequenzen perfekt hinzukriegen, wirklich sehr genau hinzukriegen und so weiter, ist eben dann schon ein Aufwand. Ne? Und solche Netzwerkorganisatoren, die können Sie auch zu Preisen eines Eigenheims erwerben. Ne? Also unser jetzt nicht, unser kann ja auch, glaube ich, nur bis 7 GHz oder so. Das ist jetzt abzählbar viel, da können Sie vielleicht einen Kleinwagen für fahren oder so, aber auch nur einen gebrauchten. Aber dazwischen ist eben alles möglich. Ne? Die lassen wir weg. Die Beziehung zur Leistung hatte ich jetzt hier irgendwie schon erwähnt. Kurz. Ne? Die transportierte Leistung ist natürlich das, was irgendwo reingeht, minus das, was wieder zurückkommt. Und
Ja, die Einzelleistung, also hin und rück, kann man eben auch einzeln hier bestimmen, ne? Der Zusammenhang zu den Z, also zu U und I erstmal und damit dann auch eben zu den Z-Parametern, finden Sie hier nochmal in Matrixform. Das ist aber im Prinzip das, was wir schon auf den Folien davor hatten, nur dann eben ausgeschrieben und nicht als Matrizen. Und hier, und das ist das Interessante, geht es eben auf die Impedanzmatrix. Und Sie können, das ist eigentlich die Aussage hier, auch diese Formeln sind als Referenz hier mal drin, aber die müssen Sie nicht auswendig können und herleiten möchte ich Sie jetzt auch nicht. Ist ja nichts weiter als ein Gleichungssystem lösen letztlich, ne? So, oder umstellen. Die Aussage hier ist bloß, Sie können die Z-Parameter aus den S-Parametern bestimmen. Also das eine lässt sich in das andere überführen, nicht notwendigerweise immer und immer vollständig, denn es kann sein, dass es keine Lösungen gibt aufgrund von Singularitäten. So, und so geht es auch andersrum. Ja. Hier sieht man es vielleicht etwas besser, also wenn hier unten der Nenner verschwindet, dann werden irgendwelche Essen da irgendwie unendlich, ne? Und das ließe sich ja konstruieren, dass es sowas gibt. Gut, so, jetzt kommen wir zu meinem fast Lieblingskapitel, aber das fangen wir erst das nächste Mal an. Ich glaube, wir haben heute auch lange genug und effektiv genug gearbeitet. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.